Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Schön Wohnen TV. Wie immer melden wir uns aus dem XXX Lutz in Aschheim. Und wie Sie unschwer sehen können, geht es heute um die Bäderabteilung. Bäder in Form vollendeter Schönheit. Hier zum Beispiel das Bad eines italienischen Herstellers. Doppelt verspiegelt, wie man hier schön sehen kann. Und Echtholzfurnier, also etwas ganz Besonderes. Aber vieles mehr gibt es hier noch zu entdecken. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal genauer an. Das Badezimmer wird immer mehr zum Wellness- und Spa-Bereich. Nicht mehr nur praktisch und einfach, sondern ein Raum zum Entspannen und Abtauchen. Bei XXX Lutz finden Sie die ganze Palette in puncto Badezimmer. Von der einfachen Ausführung bis hin zu edler Hochglanzoptik ist hier alles vertreten. Edle Materialien überzeugen auch im Bad und kommen immer mehr in Trend. Ein schönes und geschmackvoll eingerichtetes Badezimmer hilft dem Körper und Geist, frisch in den Tag zu starten oder den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Der Kunde kommt her mit den Maßen, wir gehen es mit dem Kunden durch, bestellen es und wir können es dann auch liefern und montieren, schließen dem Kunden es auch gerne noch an und dann ist das Bad eigentlich auch schon fertig. Also es ist jetzt keine große Sache, wir machen es ihm gerne alles auch. Also die Hersteller, die wir haben im Hochwertbereich, ist Puris, Pelipal, Marlin, Mariella Arendt, Mustering, Leonardo. Wir haben noch einen italienischen Hochwerthersteller, der macht halt eben lackierte Fronten und Echtholzfurnier. Aber es geht nicht nur um die Optik. Die modernen Armaturen können mehr als nur gut aussehen. Und auch die gute alte Badewanne hat sich durch die Dusche nicht verdrängen lassen und erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Und hier nun einige Highlights, welche die Bädertrends 2017 entscheidend mitbestimmen werden. Hier haben wir eine neue Vitrine von Mariella Arendt mit einer sogenannten Doppelverspiegelung. So sehen Sie jetzt gerade gar nichts. Ich kann aber durch eine Fernbedienung das Licht anmachen und dann habe ich eine schöne Vitrine und kann meine Sachen präsentieren. Kann natürlich auch die Farbe wechseln zwischen Warm- und Kaltlicht und kann auch das Licht, wenn es mir zu hell ist, auch noch mal dimmen. Bei den hochmodernen Bädern 2.0 bleiben also keinerlei Wünsche offen. Denn das Bad ist heute mehr denn je eine Wohlfühloase geworden, in welcher Mann und Frau sich ausgesprochen gerne aufhalten. Im Badezimmer wollen wir uns nicht nur pflegen, sondern uns entspannen und erholen. Aus diesem Grund wird das Badezimmer auch immer wohnlicher. Das zeigt sich mittlerweile auch bei den Sanitärobjekten. Heute gibt es alle erdenklichen Formen, Materialien und Farben für Waschbecken, Duschen und Badewannen. Auch Naturmaterialien wie Stein kommen immer häufiger zum Einsatz und glänzende Chromelemente definieren die Badwelt neu. Das ist eine andere Neuheit, die wir haben, ein Spiegel, wo man durch Knopfdruck entweder dimmen kann oder zwischen Warm- und Kaltlicht variieren kann. Und zusätzlich, was wirklich neu ist, haben wir bei dem eine sogenannte Anti-Beschlagsfunktion. Das heißt, wenn ich aus der Dusche rauskomme und diese Anti-Beschlagsfunktion anschalte, kann der Spiegel nicht beschlagen. Die Anti-Beschlagsfunktion stellt sich auch automatisch nach 10 Minuten wieder aus und der Spiegel muss nicht an sein, damit die Anti-Beschlagsfunktion funktioniert. Das Bad und somit die Badmöbel haben heute mehr Funktionen als noch vor einigen Jahren. Und auch mit schönen Accessoires lassen sich Badezimmer optisch verschönern und neu gestalten. Wir haben hier eine neue Neuigkeit von uns mit einem mattglasen Waschbecken, mit einem verglasten Korpus, einer verglasten Front und neu ein Push-to-Open. Ohne Griffe, einfacher für den Kunden. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihr persönliches Traumbadezimmer. Ob großzügige Wellness-Oase oder charmantes Minibad, bei XXX Lutz stehen Ihnen kompetente Experten zur Seite, die Sie bei Ihrem Einkauf zuverlässig und fachkundig beraten. Den XXX Lutz in Aschheim erreichen Sie am besten über die A99, Ausfahrt Kirchheim-Aschheim, nur etwa 10 Minuten von der Stadtgrenze entfernt. Und das war schon wieder für heute von uns. Schön, dass Sie alle mit dabei gewesen sind. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Schön Wohnen TV. Natürlich aus dem XXX Lutz in Aschheim. Bis dahin Ihnen allen eine angenehme Zeit und auf Wiedersehen.